Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie bitte rein. Danke. Es kommen Leute auf Empfehlung zu mir von Ärzten, wenn körperliche Probleme nicht zu lösen sind oder wo man vermutet, dass ein psychischer Hintergrund dahinter steckt. Es gibt viele verschiedene Therapiemöglichkeiten als heilpraktischer Psychotherapeut. Aber jeder Heilpraktiker hat ein anderes Gebiet, mit dem er sich beschäftigt und auf das er sich spezialisiert hat. Das ist meine Ursprungsfamilie. Das ist die Familie, von der ich komme. Das sind meine Eltern. Meine Mutter musste fliehen mit mir, als ich 9 Monate alt war. Mein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Das war eine schwere Zeit für uns. Wir waren Flüchtlinge, so wie nach 70 Jahren die Flüchtlinge jetzt in Deutschland sind. Die Bilder gucke ich mir immer wieder mal an, um mich zu erinnern, wo meine Wurzeln sind und wie schwer es war. Ich bin ja das Kind eines deutschen Soldaten, einer polnischen Mutter. Und ich war 9 Monate alt. Und meine Mutter ist mit mir alleine geflüchtet und mit 2 Krankenschwestern. Aus einem Land, in dem Juden und Polen getötet wurden. Zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter mit mir schwanger war, wurden 50.000 Juden in Warschau getötet. Und sie hat das alles mitgekriegt. Mein Vater kam traumatisiert aus der Gefangenschaft und hat nicht drüber gesprochen. Sein Leben lang nicht. Meine Mutter ist nie wieder nach Polen gefahren, obwohl sie das konnte. Es war zu schmerzhaft für sie. Sie hat das Trauma nicht verwunden und hat eine Schizophrenie bekommen. Und das war furchtbar für mich. Ich musste mich um meine kranke Mutter kümmern. Und viele Dinge habe ich noch in ganz schrecklich in Erinnerung. Ich weiß jetzt, dass ich aufgrund meines Schicksals und meiner Familiengeschichte diesen Weg eingeschlagen bin als systemischer Therapeut. Und das ist nicht mein Beruf, sondern Berufung. Und deswegen mache ich das auch weiter als Rentnerin. Das Schicksal dieser Flüchtlinge berührt mich ungemein aufgrund meiner Biografie. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit, wo das Flüchtlingsproblem wieder auf uns zukommt, ist der Bedarf noch größer. Weil Traumata weitergereicht werden von Generation zu Generation, das weiß ich. Und es wird ein großer Bedarf sein an psychotherapeutischen Maßnahmen. Aufgrund der Tatsache, dass ich immer Hilfe hatte, von Kollegen und auch selber helfen konnte, brauchte ich nicht durch tiefe seelische Prozesse. Wir haben sie gleich am Anfang angeguckt, wenn irgendwas schief lief. Deswegen brauchte ich das nicht bis ins Detail zu durchleben, sondern konnte schnell wieder rauskommen aus irgendwelchen traumatischen Geschichten. Familie ist ganz wichtig für mich, denn ich weiß, wenn irgendwas in der Familie nicht funktioniert, funktioniert es im Großen auch nicht. So wie im Kleinen, so wie im Großen ist es. Und deswegen versuche ich, da ich die Gesetze, die in Familien herrschen, kenne, dass wir alle gut zusammenleben. Nach der Wende sind wir viel verreist. Wir wollten die Welt kennenlernen. Wir waren in Laos, in Kambodscha, sind durch Amerika getrennt und in Afrika gewesen. Dann haben wir viele andere Sachen gesehen. Das Wichtigste, was ich gesehen habe und was mir sehr am Herzen lag und was ich immer versucht habe, nach hinten zu schieben, war die Reise zu den Wurzeln meiner Eltern, zu den Geburtsorten meines Vaters und meiner Mutter.
In dieser Stadt sind tausende Menschen umgekommen. Auch zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter mit mir schwanger war, sind sehr viele Menschen gestorben. Und das war auch die Ursache, warum meine Mutter nie wieder nach Polen gefahren ist. Und ich habe meine Geburtsklinik wieder gesehen. Ich habe gedacht, dass diese Klinik gar nicht existiert. Aber sie existiert noch und ich habe sie besuchen können. Das war für mich spektakulär. Wir wollten uns erinnern, wo wir überall waren, was wir schon gesehen haben. Und deswegen haben wir uns diese Weltkarte angelegt. Und ich hoffe, wenn wir nachher alt sind und nicht mehr so viel reisen können, werden wir auf dem Sofa sitzen und uns erinnern. Denn mein Leben endet ja bald. Und viel Zeit ist nicht mehr. Und es waren unschätzbare Erfahrungen. Ich koche leidenschaftlich gern. Kochen ist für mich wichtig. Da entspanne ich, kann ich kreativ sein und es hat einen Sinn. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich eine richtige Logistik habe beim Essen servieren, beim Essen kochen, dass alle zufrieden sind, dass sich alle wohlfühlen. Dass okay. Es hängt zwar nicht nur vom Essen ab, aber wie gesagt, für mich ist gemeinsam essen, gemeinsam erleben. Der Tod macht mir keine Angst. Ich habe ein gutes Leben gehabt und ein sehr bewegtes Leben, habe unheimlich viel erlebt und glaube auch in Würde sterben zu können. Ich glaube, ich kann gehen, ich kann loslassen und gehen. Es macht mir keinen Kummer.